Ein Alien-Angriff auf den Planeten Erde. Die Apokalypse. Feuer und Schwefel. Jetzt geht's um die Wurst. Es ist eine Invasion. Es geht ums nackte Überleben. Du schaust hoch und der Nachthimmel ist voller Meteore, voller Feuerbälle. Sie haben Waffen, die uns völlig unbekannt sind. Von Energiestrahlen bis zu biologischen Kampfstoffen. Die Opfer sind nicht mehr Herr ihres Körpers. Sie bekämpfen jeden, der ihnen zu nahe kommt. Totale Panik. Menschen rennen um ihr Leben. Milliarden Menschen sterben. Sind wir bereit für den jüngsten Tag? Können wir das überleben? In unserer Galaxis gibt es hunderte Milliarden Planeten. Viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass irgendwo außerirdisches Leben existieren muss. Was wäre, wenn Aliens auf die Erde kämen? Und zwar nicht als Freunde. Plötzlich leuchtet über ihnen der Himmel auf und überall regnen Meteore herab. Die Gesellschaft würde zusammenbrechen. Wir müssten nicht nur gegen die Außerirdischen kämpfen, sondern auch gegen andere Menschen, die in Todesangst durchdrehen. An der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien überwachen Beamte des Joint Space Operations Center den Himmel. Sie suchen nach Objekten in der Erdumlaufbahn und verfolgen ihre Bewegungen. Die Einrichtung wird zwar vom US-Militär betrieben, doch das Team besteht aus Amerikanern, Briten, Kanadiern und Australiern. Alle Satelliten und Flugzeuge werden überwacht. Und es wird ständig nach möglichen feindlichen Raketen Ausschau gehalten. Plötzlich schlägt das System Alarm. Ein großes Objekt nähert sich der Erde. Es ist so weit entfernt wie der Mond und hat eine seltsame Flugbahn. Der erdnahe Raum wird ständig überwacht. Radargeräte orten all den Müll, der um die Erde kreist. Von kaputten Satelliten bis zu den Sprengbolzen einer Apollo-Kapsel. Wir wissen, wo all dieses Zeug, wo unsere Sonden und so weiter sind. Etwas Ungewöhnliches würde sofort auffallen. Das Objekt ist kein Komet und auch kein Asteroid. Es muss etwas ganz anderes sein. Die Wissenschaft geht davon aus, dass es wegen der schieren Größe des Universums statistisch gesehen irgendwo anders intelligentes Leben geben muss. Dass wir es noch nicht gefunden haben, heißt nicht, dass es nicht existiert. Das Szenario klingt wie aus einem Science-Fiction-Film. Aber Regierungen weltweit halten eine Invasion Außerirdischer für möglich. Manche haben sogar konkrete Pläne für den Fall entwickelt. In einem fast 14 Milliarden Jahre alten Universum gibt es vielleicht Zivilisationen, die uns eine Milliarde Jahre voraus sind. Ich war 21 Jahre im Verteidigungsministerium beschäftigt und weiß, wie wir eine Invasion Außerirdischer bekämpfen würden.
Natürlich gibt es streng geheime Pläne und Waffenprogramme, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Das Kapitol in den USA, 21 Uhr. Der Präsident hält seine jährliche Rede zur Lage der Nation, der optimale Zeitpunkt für einen Angriff auf die mächtigste Nation der Erde. Bei der Rede zur Lage der Nation sind der Präsident, der Vizepräsident, die Abgeordneten des Repräsentantenhauses und die Senatoren alle gleichzeitig am selben Ort. Mit einem Schlag könnten Sie bei der Gelegenheit einen Großteil der politischen Führung der USA treffen. Aus Sicht der Außerirdischen wäre das ein guter Anfang, wenn Sie das US-Militär ausschalten wollen. Damit würden Sie erstens unsere Entscheidungsfähigkeit stark beeinträchtigen und zweitens würden Sie eine klare Botschaft senden, nämlich, wir meinen es ernst. Sie würden zuerst die modernsten militärischen Einrichtungen ausschalten wollen, und die sind in den USA. Und wenn man das Militär ausschalten will, fängt man mit der obersten Führungsriege an, denn ohne Befehle, ohne Führung aus dem Weißen Haus in Washington, wäre das Militär quasi kopflos. Ein außerirdisches Raumschiff schwebt über Washington, D.C. Andere beziehen Position über London, Moskau und anderen Hauptstädten der Erde. Kurz vor dem eigentlichen Angriff zerstören die Aliens die Kommunikationssatelliten im Weltraum, um das Militär an einem Gegenschlag zu hindern. Zuerst würden sie unsere Satelliten ausschalten, sodass totales Chaos entsteht. Plötzlich sind alle Bildschirme schwarz. Es gibt keine Informationen mehr. Wenn sie unsere Satelliten, das GPS und die Telekommunikation ausschalten, sind wir blind. Der Krieg hat begonnen. Vielleicht benutzen sie Laserwaffen, Energiewaffen, über die wir nur spekulieren können, oder ganz andere, von denen wir nichts ahnen. Das Kapitol und das Zentrum von Washington werden pulverisiert. Zurück bleibt nur ein 800 Meter tiefer Krater. Mehr als ein Drittel der fast 700.000 Einwohner von Washington, D.C. wird beim ersten Angriff getötet. Die oberste Ebene der US-Regierung wurde mit einem einzigen grellen Blitzschlag eliminiert. Koordinierte Angriffe treffen nahezu gleichzeitig die wichtigsten Hauptstädte der Erde. Moskau, London, Peking und all die anderen Städte werden simultan ausgelöscht. In einem Moment wird die über Jahrtausende hinweg mühsam aufgebaute Zivilisation weggefegt, als hätte sie nie existiert. Die meisten Gesellschaften haben einen Schwachpunkt. Wenn man die relativ kleine Führungsgruppe ausschaltet, bricht alles zusammen. Momente später beginnt die zweite Angriffswelle. Tausende Geschosse dringen in die Atmosphäre ein und jagen in Richtung Erdoberfläche. Kann diesen außerirdischen Angriff überhaupt jemand überleben? In der Nähe von Buenos Aires, Argentinien, in einem vollbesetzten Fußballstadion. Wir sind in den Zuschauerrängen.
Alle konzentrieren sich auf das Spielfeld, sind total gefesselt von dem Fußballspiel. Plötzlich leuchtet der Himmel auf. Du guckst hoch. Da dringt was Seltsames in die Atmosphäre ein und scheint zu verglimmen. Eine Sternschnuppe. Du wünschst dir schnell was. Aber das sind keine Meteore. 300 Meter über dem Stadion bleiben sie stehen und öffnen sich. Ein schwarzer Regen ergießt sich auf die Menschen im Stadion. Eine effiziente Methode, unsere Zivilisation anzugreifen, wäre eine biologische Waffe. Man infiziert weltweit einige Menschen, die dann die anderen anstecken. Sicherheitsexperten warnen: Schon 90 Kilo eines biologischen Kampfstoffs über einem dicht besiedelten Gebiet verteilt, könnten bis zu 3 Millionen Menschen töten. Es wäre natürlich am sinnvollsten, solche Waffen in bevölkerungsreichen Gebieten einzusetzen. Dann erwischen sie viele Menschen auf einmal. Die dem schwarzen Regen ausgesetzten Menschen ahnen nicht, dass da eine biologische Zeitbombe vom Himmel fällt, die das Leben auf dem Planeten vernichten soll. Gleichzeitig greifen die Aliens weiter unsere Infrastruktur an. Nach den Satelliten nehmen sie jetzt das wichtigste Massenkommunikationsmedium ins Visier: das Internet. New York City, Hudson Street Nummer 60. Dieses Gebäude sieht von außen nicht so aus, aber für das Internet und die globale Kommunikation ist es extrem wichtig. Mehr als 100 Telekommunikationsunternehmen nutzen es als Knotenpunkt ihrer Netzwerke, die Menschen in aller Welt verbinden. Über diese digitalen Hubs funktioniert das Internet, auf das wir heute nicht mehr verzichten können. Das dient ja nicht nur der Verbreitung von Katzenvideos, sondern bildet die Basis für die moderne Gesellschaft. Solche Hubs sind daher extrem wichtig und laufen rund um die Uhr. Wenn die Außerirdischen das Internet abschalten, bricht nicht nur die gesamte Wirtschaft zusammen, sondern auch die Infrastruktur. Bei identischen Angriffen werden Rechenzentren wie One Wilshire in Los Angeles, Tellerhouse in Paris, Global Switch in London und Equinix im kalifornischen Palo Alto zerstört. Unsere Gesellschaft wird durch ein Netz von sehr verwundbaren Rechenzentren zusammengehalten. Wenn nur ein paar dieser kritischen Knotenpunkte ausfallen, bricht alles zusammen. Nur eine Stunde nach dem ersten Angriff ist die globale Kommunikation ausgeschaltet. Die Bevölkerung hat keinen Zugang zu Informationen. Praktisch niemand weiß, was eigentlich vor sich geht. Viele Menschen sind mit dem geheimnisvollen schwarzen Regen in Kontakt gekommen. Alle wären total hilflos. Überall würden Panik und Chaos ausbrechen. It would be complete chaos. This is the apocalypse. Die Apokalypse. This is fire and brimstone. Feuer und Schwefel. Jetzt geht's um die Wurst, das nackte Überleben. The other end of this.
Die Außerirdischen haben als erstes die militärische Führung ausgeschaltet. Jetzt nehmen sie einzelne Militärstützpunkte auf der ganzen Welt ins Visier. An der Vandenberg Air Force Base versuchen Mitarbeiter des Joint Space Operations Center gerade die Kommunikation in der Befehlskette wiederherzustellen. Da wird die Basis selbst zum Ziel. Das Militär würde es als erstes treffen. Ihre primären Ziele wären Einrichtungen, mit denen wir zurückschlagen könnten. Wir haben auch unterirdische Bunker und Kommandozentralen in den Bergen. Bei einem Alien-Angriff nützen die aber nichts. Bisher noch nicht zerstört ist Site R, eine geheime unterirdische Einrichtung im Berg Raven Rock in Pennsylvania. Von hier aus regiert der sogenannte Designated Survivor die USA oder das, was davon übrig ist. Das Konzept wurde im Kalten Krieg entwickelt, um reagieren zu können, wenn die gesamte Staatsführung auf einen Schlag ausgeschaltet würde. Der Designated Survivor ist ein Nachrücker des Präsidenten, gewöhnlich ein Mitglied seines Kabinetts. Wenn die ganze Regierung an einem Ort versammelt ist, wie bei der Rede zur Lage der Nation, wird sie oder er an einen sicheren Ort gebracht. Zum Beispiel zur Site R. Der designierte Überlebende soll die Amtsgeschäfte des Präsidenten übernehmen und strategische Entscheidungen treffen, um so die Regierung aufrechtzuerhalten. Er könnte nicht mal melden, dass er noch lebt. Wie muss dieser Mann sich fühlen, wenn er komplett abgeschnitten ist? Klar, im Bunker ist er sicher vor biologischen Kampfstoffen oder irgendwelchen Strahlen, aber er ist völlig allein, abgesehen von den Sicherheitsleuten und einigen anderen, die es da reingeschafft haben. Der Angriff ist perfekt geplant. Offenbar wussten die Außerirdischen genau, wie sie uns am härtesten treffen können. Aber woher haben sie diese Informationen? Vermutlich haben wir sie ihnen selbst geliefert. Dass wir hier leben, wissen die Außerirdischen von uns. Denn wir funken seit mehr als 50 Jahren Informationen in den Weltraum. Seit Beginn des Rundfunks in den 20er Jahren werden Radiowellen mit Lichtgeschwindigkeit in den Weltraum gesandt. Mittlerweile bilden sie eine Sphäre um die Erde, die bis in eine Tiefe von 110 Lichtjahren reicht. Eine außerirdische Intelligenz in diesem Bereich könnte so die Erde finden und Informationen über ihre Bewohner sammeln. Außerdem haben Wissenschaftler auch gezielt Nachrichten in den Weltraum gesendet, in der Hoffnung, dass sie jemand hört. ...1977 schickt die NASA die Raumsonden Voyager 1 und 2 mit je einer vergoldeten Scheibe ins All. Sie enthalten Bild- und Audiodaten über die Erde und die Menschheit.
Wir haben schöne Bilder der Erde verschickt. Und Musik. Und viele freundliche Begrüßungen. In verschiedenen Sprachen. Die goldene Scheibe enthält auch eine Karte mit der Position des Planeten Erde. Wenn feindliche Außerirdische diese Scheibe finden, finden sie problemlos den Weg durch den Kosmos zu unserem Planeten. Wie die Fußballfans in Argentinien werden hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt plötzlich krank. Offenbar wird die seltsame Krankheit durch den schwarzen Regen ausgelöst, der vom Himmel fiel. Sie alle sind Opfer einer biologischen Waffe, die maximalen Schaden zufügen soll. Wenn Sie einen effektiven biologischen Kampfstoff entwickeln wollen, müssen Sie sich dabei natürlich an uns und den Voraussetzungen hier auf der Erde orientieren. Sie können Ihre Technologien benutzen, aber die Wirkungsweise muss für uns maßgeschneidert sein. Die Außerirdischen würden sich wohl fragen, nehmen wir einen Virus, ein Bakterium oder vielleicht sogar den Pilz Ophiocordyceps. Wahrscheinlich würde bei der Wahl eine Rolle spielen, wie schnell sich der Erreger verbreitet und wie rasch er wirken kann. Und dann entscheiden sie sich. Cordyceps ist ein Pilz, der Insekten wie zum Beispiel Ameisen infiziert. Er übernimmt die Kontrolle über das Gehirn seines Wirts und zwingt ihn, sich an einem Blatt festzuklammern. Das klingt wie aus einem Zombie-Film, aber es ist wirklich so. Der Pilz übernimmt die Kontrolle über die Ameise und sie wird verrückt. Sie taumelt herum, stößt überall gegen und klettert schließlich auf ein Blatt. Dort klammert sie sich fest und kann sich nicht mehr bewegen. Jetzt tötet der Pilz seinen Wirt und treibt durch den Kopf des Kadavers und andere Körperstellen aus. Die Früchte platzen auf und setzen Sporen frei, die weitere Ameisen infizieren. Die Außerirdischen lassen genetisch modifizierte Cordyceps vom Himmel regnen und infizieren die Menschheit so mit einer parasitären Krankheit, die nur einen Zweck hat: sie zu vernichten. Auf der ganzen Erde verlieren die Infizierten die Kontrolle über ihre Bewegungen. Die Opfer haben das Gefühl, nicht mehr Herr ihres Körpers zu sein. Sie können sich nicht mehr konzentrieren, sehen überall Bedrohungen und greifen jeden an, der ihnen zu nahe kommt. Plötzlich erstarrt ihr Körper, sie sind gelähmt und der Pilz vollstreckt das Todesurteil. Und dann beginnt Ophiocordyceps damit, sich zu reproduzieren. Langsam wachsen schlauchartige Gebilde aus dem Kopf, der Brust und dem Rücken. Total grotesk. Von den toten Körpern bleiben nur die Hüllen zurück, während sich die Sporen über die Luft verbreiten und weitere Menschen infizieren. Dann fängt alles von vorne an. Innerhalb weniger Stunden verbreiten sich die tödlichen Sporen überall. Die Worst-Case-Szenarien für biologische Waffen sind erschütternd. Sie könnten fast alle Menschen töten, vielleicht sogar die ganze Menschheit auslöschen.
Als immer mehr Menschen an den Pilzinfektionen sterben, bricht Massenpanik aus. Im 2400-Betten-Krankenhaus New York Presbyterian in Manhattan herrschen dramatische Zustände. Die Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems ist begrenzt. Das sieht man bei Katastrophen wie Tornados, Hurricanes oder Erdbeben. Bei so einer Sache mit globalen Ausmaßen würde das medizinische System zusammenbrechen. Bei einem Erreger, den Außerirdische entwickelt haben, wüssten wir wahrscheinlich gar nicht, wie wir ihn behandeln sollen. Viele Ärzte würden sich selbst infizieren. Nicht schön. Immer mehr Menschen sterben an den Folgen des Biowaffenangriffs. Den Glücklichen, die nicht mit dem Erreger in Kontakt gekommen sind, bleibt nur eins. Sie müssen zurückschlagen. Es ist jetzt eine Woche her, dass Aliens die Erde angegriffen haben. Tausende Städte liegen in Trümmern, Millionen Menschen sind tot. Wer noch da ist, kämpft ums nackte Überleben. Aber wie der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan vermutet hatte, der Angriff der Außerirdischen hat die Menschheit zusammengeschweißt. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Die Struktur der menschlichen Zivilisation würde schon eine Woche nach der Invasion zusammenbrechen. Aber dann würden wir uns wieder aufrappeln. Im Kampf um unsere gemeinsamen Interessen würden wir Menschen zusammenhalten. Ironischerweise könnte das größte Unglück unserer Geschichte die Menschheit vereinen. Militärstützpunkte und Großstädte liegen in Trümmern. Aber überall auf der Welt haben kleine Gruppen überlebt. Und diese Überlebenden würden versuchen, irgendwie zurückzuschlagen. Sie würden alles benutzen, was noch funktioniert. Alles, was sie in die Hände kriegen. Kasan, Russland. Streitkräfte der russischen Armee sichten ein außerirdisches Raumschiff und nehmen es mit dem Flugabwehrraketensystem Panzer S-1 ins Visier. Doch selbst damit sind sie machtlos. Unsere modernsten Waffen versagen gegen die Außerirdischen. Was bleibt jetzt noch, um die Menschheit zu retten? Vielleicht können experimentelle Waffen etwas gegen die Aliens ausrichten. Es gibt Waffensysteme, mit denen wir den Planeten verteidigen könnten. Zum Beispiel das angeblich stärkste Gewehr der Welt. Die Schienenkanone wird einmal die mit Schießpulver betriebenen Marinegeschütze ersetzen. Mit ihrem magnetischen System kann sie ihre Geschosse mit extremer Geschwindigkeit abfeuern. Die Projektile fliegen mehrere Kilometer pro Sekunde. Sie sind 10-mal schneller als Marschflugkörper. Aber gegen die Aliens haben sie einen klaren Nachteil.
Ein großes Problem der Schienenkanone ist, dass sie enorm viel Hitze produziert. Die Außerirdischen würden sofort die Hitzequelle orten und sie mit ihren Waffen in Nullkommanichts vernichten. Jetzt haben wir eigentlich nur noch eine Chance, die Außerirdischen zu besiegen. Wenn unsere Atomwaffen noch verwendbar sind, dann setzen wir sie nun ein. Die US Navy betreibt U-Boote, die mit Raketen vom Typ Trident II bestückt sind. Die haben einen thermonuklearen Sprengkopf. Wenn die U-Boote zur Zeit des Angriffs auf See waren, funktionieren sie vielleicht noch und könnten angreifen. Lieutenant. Aye, Captain. Startsilos 1 und 2 beladen. Aye, Captain. Startsilos 1 und 2 beladen. Startsilos 1 und 2 beladen. Tiefe bei 30 Meter wird beibehalten. Beibehalten. Ziel ist erfasst. Lieutenant. Aye, Captain. Startsilos 1 und 2 abfeuern. Aye, Captain. Startsilos 1 und 2 abfeuern. Direkt nach dem Abschuss können die Außerirdischen natürlich orten, woher der Gegenschlag kommt und das U-Boot versenken. Wir könnten bestenfalls ein paar Atomsprengköpfe abfeuern und dann wäre schon alles vorbei. Ich glaube nicht, dass die Menschheit eine Chance hat, wenn sie von einer außerirdischen Intelligenz angegriffen wird. Jede Zivilisation, die über Technologie verfügt, zur Erde zu reisen, die also interstellar reisen kann, wäre uns wissenschaftlich, technologisch und bei den Waffen weit überlegen. Wir schaffen es bisher ja gerade mal, mit ein paar unbemannten Raumsonden unser Sonnensystem zu verlassen. Während die Menschheit noch nach einer Möglichkeit zum Gegenschlag sucht, lauert im Verborgenen schon der nächste Feind. Hat die Menschheit eine Chance, den Angriff der Außerirdischen zu überleben? Einen Monat nach dem Angriff steht die Menschheit kurz vor ihrer endgültigen Vernichtung. Die Städte liegen in Trümmern. Das Militär ist ausgeschaltet und der tödliche Erreger des Biowaffenangriffs breitet sich in rasender Geschwindigkeit aus. Die Weltbevölkerung von einst 7 Milliarden Menschen ist auf weniger als 1 Million Überlebende geschrumpft. Und ihnen droht eine düstere Zukunft. Es wird massive hygienische Probleme geben mit all den Leichen. Sehr viele Menschen werden auch durch Unterernährung sterben. Wenn die Kläranlagen nicht mehr funktionieren, wird das Wasser verunreinigt. Die Leute trinken irgendwann jedes Wasser. Egal ob sauber oder nicht. Kolibakterien würden sich massiv ausbreiten und immer mehr Menschen sterben. Und zur Wasseraufbereitung gibt es keine Infrastruktur mehr. Während unsere Zivilisation im Chaos versinkt, muss sich die Menschheit mit einem neuen Feind auseinandersetzen. Mit sich selbst. Die Vergangenheit zeigt, dass Menschen, die in äußerste Not geraten und hilflos sind, häufig aggressiv werden. Ohne ausreichende soziale Kontrolle können derartige Situationen schnell eskalieren. Teile der Gesellschaft würden sich, ungeachtet ihres sozioökonomischen Status, in Stammeskriege stürzen. Sie würden nicht nur die Aliens, sondern auch ihre Mitmenschen bekämpfen, plündern oder schlichtweg ausrasten. Es gäbe außerdem massenhaft Selbstmorde. Alle düsteren Prophezeiungen der Bibel würden wahr. Dazu eine Invasion von Aliens. Die
In dieser neuen Stammesgesellschaft würden viele eines gewaltsamen Todes sterben. Aber muss unsere erste Begegnung mit Außerirdischen unbedingt zu unserer Vernichtung führen? Wenn sie intelligent genug sind, um interstellar zu reisen, sollten sie in ihrer Entwicklung Gewalt und Krieg nicht längst hinter sich gelassen haben? Das ist Wunschdenken. Wer sagt, dass sich mit der Intelligenz auch die Moral entwickelt? Die Menschheit hat Fortschritte auf vielen Gebieten gemacht, aber Kriege und Armut gibt es immer noch. Während die Außerirdischen den Planeten unter ihre Kontrolle bringen, bleibt der Menschheit nur noch eine Hoffnung: ein Friedensabkommen. In einer derart kritischen Situation würden Staatsführer aus aller Welt sicher versuchen, mit den Außerirdischen zu verhandeln. Sie würden die Fremden fragen, was sie wollen, und bereit sein, es ihnen zu geben. Wenn die Verhandlungen scheitern, wäre die bedingungslose Kapitulation eine weitere Option. Wir würden ganz sicher alles versuchen, um zu überleben. Aber mit wem sollen wir verhandeln? Wenn wir ein Raumschiff der Außerirdischen abschießen, stellen wir vielleicht fest, dass da niemand drin sitzt. Wir haben nur eine große Maschine vor uns, einen Computer oder einen Roboter. Hollywood-Filme lassen uns glauben, eine außerirdische Streitmacht bestünde aus kleinen grünen Männchen. In Wirklichkeit wären es wohl eher Roboter, denn Weltraumreisen sind gefährlich. Es gibt kosmische Strahlung, Meteoriten und so weiter. Wenn wir es mit künstlicher Intelligenz und Maschinen zu tun haben, sind Verhandlungs- oder Kapitulationsversuche wohl vergeblich. Roboter zur Erkundung in den Weltraum zu schicken, ist keine Science-Fiction. Das geschieht seit Jahrzehnten tatsächlich. Ein Roboter-Raumschiff kann leichter zu einem anderen Planeten reisen als ein bemanntes Raumschiff. Deshalb haben wir Rover zum Mars geschickt und keine Menschen. Wir haben Roboter auf dem Mars abgesetzt, die den Planeten erkunden sollen. Dasselbe würde eine fortschrittliche Intelligenz auf unserem Planeten tun. Wir setzen Roboter auch im Krieg ein. Der Vergleich mit der Menschheit ist interessant, denn wir benutzen ja selbst Drohnen in bewaffneten Konflikten. Unbemannte Kampfflugzeuge sind die Zukunft der Kriegsführung. Aber warum haben die Aliens ihre Roboter auf die Erde geschickt? Gibt es noch Hoffnung? Inzwischen ist es 6 Monate her, dass die Aliens die Erde angegriffen haben. Es herrscht das blanke Chaos. Die Regierungen sind zusammengebrochen. Großstädte in Rauch aufgegangen. Die Überlebenden kämpfen um die wenigen verbliebenen Lebensmittel und Frischwasserquellen. Das gesamte digitale Kommunikationssystem ist zerstört. Auch wenn die Aliens einen Vernichtungsschlag landen, würden wohl ein paar Menschen überleben.
Wir würden weiter existieren, aber anders als vorher. Es würden wohl die Jungen und Starken überleben, wenn sie irgendwo eine Nische finden, eine Gemeinschaft bilden und gewisse Ressourcen haben. Entscheidend für das Überleben werden die Fähigkeit zur Jagd und andere primäre Instinkte sein. Doch eine Frage bleibt. Warum reist ein außerirdisches Raumschiff quer durchs Universum, um auf dem Planeten Erde das Leben auszulöschen? Auf der Erde gibt es Mineralien und viele andere Ressourcen, die für eine energiehungrige Zivilisation interessant sein könnten. Das wäre ein Grund, uns auszuplündern. Allerdings gibt es viele andere Planeten mit ähnlichen Ressourcen, auf denen es kein Leben gibt. Die würden sie sich wohl zuerst vornehmen. Ein möglicher Grund wäre, dass sie ihre eigenen Ressourcen aufgebraucht und ihren Planeten so stark runtergewirtschaftet haben, dass sie jetzt zur Erde kommen, um hier zu leben. Also nicht nur, um Eisenerz zu fördern oder Wolfram. Sie kämen her, um bei uns einzuziehen. Nachdem die Aliens die Kontrolle über die Erde haben, folgt die nächste Phase: das Terraforming. Dabei verändern sie die Lebensbedingungen auf dem Planeten so, dass sie für ihre eigene Lebensform optimal sind. In der nächsten Phase würden die Aliens wahrscheinlich riesige Maschinen auf der Erde absetzen, die sich im Boden verankern und nach bestimmte Gase freisetzen, um die Zusammensetzung unserer Atmosphäre zu ändern und die Temperatur. Die Erde ist ein idealer Kandidat, denn sie ist in der sogenannten habitablen Zone. Das ist der Bereich um einen Stern, in dem es Wasser in flüssiger Form gibt und Leben entstehen kann. Manche Wissenschaftler glauben, dass das die Erde auch für Außerirdische attraktiv machen könnte. Dasselbe machen wir Menschen ja auch. Wir sind noch ganz am Anfang. Wir schicken Raumsonden auf den Mars, die Material von der Oberfläche aufnehmen. Das ist nichts Neues. Außerirdische, die uns angreifen und dann hier Terraforming betreiben, wären nur eine fortgeschrittene Version dessen, was wir selbst schon tun. Für die letzten Überlebenden bedeutet Terraforming das Ende. Sie kommen her, gestalten den Planeten um und erzeugen Luft, die sie atmen können, uns aber umbringt. Wir würden ersticken. Tiere und Pflanzen würden verenden. Wenn die Atmosphäre verändert wird, würde alles irdische Leben ausgelöscht. Das ist keine bloße Science Fiction. Wir Menschen dringen immer weiter in den Weltraum vor. Wissenschaftler fragen sich, was passiert, wenn primitives außerirdisches Leben einmal unserem eigenen Überleben im Wege steht. Wenn wir irgendwann auf einen anderen Planeten umsiedeln müssen und eine fremde Art uns dort im Weg ist, werden wir sie vernichten. Der Stärkere überlebt. Vielleicht geht es auch einfach nur um wirtschaftliche Interessen. Sie haben eine andere Sicht auf die Dinge als wir. Und die Erde liegt nun einmal im Orionarm der Milchstraße, die Sie gerade durchqueren. Sie entscheiden, dass Sie die Erde gerade gut gebrauchen können und denken nicht groß darüber nach, wer hier lebt und ob das alles wertvoll oder bewahrenswert ist oder nicht. Es geht halt ums Geschäft. It's just business.